16 für Tops. Emotion von Romeo. Ein Matchstart jetzt für Dartmoor. Und er brauchte nur einen. Somit geht Dartmoor Darmstadt 1-0 in Führung. Wir schalten rüber zum zweiten Spiel. Bull zum Match. Der ist drin. Ja! 1-1 jetzt hier. Holt sich Nico jetzt dieses Leck mit 15 Darts. Können gar nicht so gut hin und her schalten, wie wir wollen. Thomas Köhn, dann gewinnt hier 14-0 für ein wirklich klassen Spiel. Somit geht Karlsruhe 2-1 in Führung. Und Nico Kurz holt den Ausgleich. Das 2-2 jetzt. Und dann geht hier für den Platz hier auch in Führung. Der rutscht in die 7 ab. Aber er belohnt sich trotzdem.
und bringt damit KSC wahrscheinlich kurzzeitig 3:2 in Führung. Marco Obst jetzt mit dem Ausgleich für den DC Dartmoor Darmstadt. Somit jetzt wieder 3:3. Und Frank Rötsch gewinnt auch 4:1. Jetzt hier von Nico Kurz. Kurz hier eiskalt unterwegs. Starkes Finish hier von Darmstadt. 154 zum 4:0 über die KSC. Warten wir mal wieder zurück. Ich denke, wir werden jetzt aber das 5:5 sehen. Also aktueller Spielstand 5:5. Die beiden letzten entscheidenden Doppel beginnen dann jetzt gleich.
Das nutzt eben aus. 2-2 jetzt hier. Wir schalten mal eben wieder rüber. Wichtige Darts hier für Darmstadt. 2-1 geht Bollmann und Wien Ulbs hier in Führung. Götzsch checkt 102 zum 2-2. Koch ebenfalls zum 3-2 hier. Geht jetzt ins entscheidende Leg und wir wechseln nochmal in das Board. Oh, habe ich sogar falsch gesehen. 33 Rest hier jetzt für Bollmann und Wienöbst. Ja, hier wird nochmal Luft geholt. Wienöbst wirft. Und wer tritt denn da schon wieder auf die Bodenplatte von der Kamera? Wechsel nochmal wieder zum Decider. Was macht Obst? Ist drin. Beides drin. Geht noch einmal zu. 460 zum Netz und bringt Darmstadt in Führung. Zu Recht darf man sich da freuen. 65 zum Match. Ganz, ganz wichtiges Doppel. Wir schalten schnell rüber. Zwei ziemlich, ziemlich wichtige Darts hier für den KSC. Volsch geht nochmal zurück und holt Luft. Mal die Gedanken fokussieren. Somit ist es noch nicht vorbei. Wir werden jetzt hier gleich noch ein Teamgame sehen. 1001 Punkte, das ganze Team, Best of 3 Legs. Das zieht wieder nach vorne. Wir kommen den KSC ins Finale. Steht die Paarung fürs Finale fest. Der Karlsruher SC tritt auf die Bulldogs Wolfenbüttel.
Ich mach das nächste Mal nach die Derbe.